Ahoi ihr Spinnenliebenden Bausteinbauer und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe euch heute ein sehr kleines Set mitgebracht, welches ich aber durchaus interessant finde. Und es gibt noch einen kleinen Bonus quasi zu diesem Video hier. Dazu aber... Jetzt gleich mehr im Laufe des Videos und wie ich es jetzt aktuell immer mache, werde ich euch die Zahlen und meine Preiseinordnung von diesem Set am Ende zeigen und euch jetzt einfach erstmal das Set halt vorstellen und ihr könnt währenddessen tippen und raten, was das wohl kosten würde und was es euch vielleicht wert wäre. Einfach auch mal dahingehend so ein paar Zahlen. Hier unten drunter in die Kommentare hauen. Und wenn ich warten möchte, wer ungeduldig ist und gleich die Zahlen und den Preis sehen möchte, kann skippen. Unten drunter in den Timesteps findet ihr auch die Preiseinordnung von mir. Aber dann würden wir uns den Spaß verderben. Also gucken wir uns das Ding hier mal gemeinsam an. Und so also wie ich es auch in meinen bisherigen Videos 2024 gemacht habe, und dabei bei fast allen, möchte ich ähm, den Spaß an den Bausteinen im Fokus rücken und Freude mit dem Zeug hier haben. So ist es. Ob es danacher wert ist, muss jeder dann für sich entscheiden. Aber erstmal haben wir Spaß damit. Meistens, wenn es nicht wirklich furchtbar ist, ja. Das ist, äh, da gibt es das ein oder andere. Aber naja, das sei mal dahingestellt. Also, was haben wir hier? Wir haben die 76280 Spider-Man. Ich muss es kurz ablesen. Spider-Man vs. Sandman Showdown. Genau. Sehr großer, sehr langer Text von Marvel. Lizenziert hier bei Lego. Ein Set vom 01.01.2024 besteht aus 347 Teilen. Und jetzt könnt ihr drauf los tippen, was es mit kosten wird. Hier steht es auch schon neben uns. Wir gucken uns die Verpackung an, dann die Anleitung und dann das Set mit den Minifiguren. Das Set ist aus dem Film Spider-Man No Way Home von 2021. Diese Szene hier stellt die Endszene dar, den Endkampf quasi, jeweils ein Teil davon. Der restliche Endkampf findet in einem anderen Set statt, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Film haben wir hier Sandman. Wir haben Lizard, electro und Spider-Man. Lizard ist hier das erste Mal als Minifigur realisiert. Hier ist das Dimensionstor. Das erklärt, warum wir hier drei Spideys am Start haben, die dann alle irgendwie so ein bisschen kämpfen. Genau, so sieht aus. Von hinten haben wir das. Noch wir so ein paar, naja, Funktionen, nicht so ein paar andere Szenen. Wobei doch eine Funktion ist hier auch dargestellt. Ab zehn Jahre steht hier vorne drauf. So, die Anleitung. Wir haben auch Sticker dabei gehabt. Ein paar, drei, zwei, drei, vier, fünf, es sind fünf, habe ich meine Tüte gelassen und ein paar Ersatzteile wie immer auch dabei. Die Anleitung, Lego-typische Anleitung, wirft keine Fragen auf, sollte nicht schwierig sein, damit das Set aufbauen zu können. Relativ wenige Teile pro Bauschritt und dann geht es drauf los. Wir hatten, ich muss, tja, ich glaube es waren vier Bauabschnitte, ich habe die Tüten leider schon entsorgt. Vier oder fünf Bauabschnitte waren es gewesen. Und am Ende, da wird es spannend, denn da sehen wir jetzt folgendes. Guck mal, das finde ich immer cool. Ich habe hier die 76280 und hier unten die 76261. Das hier unten ist letztes Jahr im August erschienen. Ist dieses Set hier. Ja, Spider-Man Final Battle. Wieder der finale Kampf. Ja, so ist es. Aber hier fehlt Lizard und Sandman. Hm, den haben wir jetzt am Start. Und wir sehen. Hier in der Anleitung vom Sandman Set. Ja, ich kann tatsächlich die beiden Sets hier kombinieren. Mit kleinem, einfachen Umbau wird daraus ein großes Set und dann habe ich wirklich die komplette finale Kampfszene. Wie das jetzt wirklich in echt zusammen hier auf dem Tisch aussieht, könnt ihr sehen, heute noch ungefähr eine Stunde, nachdem das Video hier online geht, wird auf dem Kanal von Lucky Bricks auch ein Video online gehen, wo auch ich euch etwas vorstellen werde. Ja, natürlich dieses Set hier zusammen mit dem. In einem Video. Da könnt ihr einmal das gesamte Paket sehen. Also jetzt das und nachher dann einmal zusammengebaut mit dem anderen Set. Ja, ich denke, das ist ein guter Plan, oder? So also habt ihr Spaß heute, könnt euch zwei verschiedene Videos hier reinziehen und habt das Set dann am Ende komplett einmal zu sehen. Ich denke, das ist ein sehr guter Plan. Gut, kommen wir nun also hierzu. Was habe ich dazu zu sagen? Ja, also ich glaube, ich habe es eingangs jetzt schon mal erwähnt. Ist ein bisschen klein geraten. Ähm, klar, 347 Teile ist zu erwarten gewesen, drei Minifiguren und eine schöne Szenerie. Was ich sagen muss, ist, dass mir wirklich die Optik, die Darstellung sehr, sehr gut gefällt. Das ist sehr schön getroffen. Ich finde auch, der Sandman ist ja schön dargestellt, einmal mit dieser großen Hand, die er so hat. Der hat, diese große Pranke, dann hier die etwas kleinere Hand. Ich kann das alles hier so fröhlich vor mich hin bewegen, das ist alles überhaupt kein Problem. Auch die große Pfote hier geht, ne, klar. Das ist alles sehr cool gemacht. Der Kopf ist beweglich. Das sieht auch wirklich aus, wie Sandman so aussieht. Also gerade dieser dieser Kopf, dieser große, der so schon dargestellt ist hier, haben sie wirklich cool und gut getroffen. Da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Hier so ein Gerüst, was so ein bisschen wegbricht, hier unten so auseinanderfällt quasi, so ist ja auch im Film zu sehen. Dann haben wir hier Electro am Start mit seinen Blitzen, die um ihn herum zucken. Das ist, ich finde, besser hätte man es auch nicht darstellen können im Lego Maßstab jetzt, wie man die Blitze so wirken lässt um ihn herum. Ja, und unseren Lizard haben wir hier auch, der durch die Gegend düst, der gerade ein Dimensionstor am Start ist, ein und hier haben wir unseren Spidey. Das ist, glaube ich, der dritte und letzte Spidey der drei verschiedenen, die es da so gibt und gab, besser gesagt. Ist hier auch noch mit am Start. Die Figuren finde ich richtig schön gestaltet. Die finde ich schick, die finde ich gut. Die sind schön bedruckt. Gerade der Lizard hat ein richtig cooles, freches Grinsegesicht. Spidey sieht äh, absolut schick aus. Ich glaube, es sind sogar Dual Molded Beine. Ein bisschen langweilig ist der Elektro an den Beinen. Die hätte ich mir jetzt schöner vorgestellt. Aber die anderen Figuren, die anderen beiden, gefallen mir ausgesprochen gut. Die sind wirklich schön aus, also auch mit seinem Schwänzen, den Lisa da so hat. Nur halt, ähm, ja, Der Sandman ist halt nicht als Minifigur dargestellt, sondern als große Figur, aber so ist es halt. Sandman hat halt diese Optik. Das finde ich schon gut, dass sie das so gewählt haben. Ansonsten habe ich hier natürlich, also erstmal von unten, so sehr viel Farbcodierung habe ich hier nicht drin. Ich glaube gar keinen. Ansonsten habe ich hier natürlich die Option, den guten Sandman hier noch herauszunehmen. Wups. Und dann könnte er noch quasi sich drehen und hier Action machen. So ist er auf der Verpackung abgebildet. Und ja, und ihr könnt hier nochmal reinschauen. Äh, wirklich bunt ist hier nichts. Vielleicht habe ich irgendwo mal einen roten oder blauen Stein versteckt, aber jetzt wirklich nicht übermäßig. Und dann habe ich hier nochmal den Sandman jetzt aus der Nähe. So sieht er nochmal aus. Ja, Unterkörper gibt es nicht, ist einfach nur so ein Knubbel hier. Und dann ist das hier unser kleines, süßes Set. Nun möchte ich mit euch einmal über den Preis sprechen. Ich bin mal gespannt, ob ihr schon darauf losgetippt habt oder ob ihr schon sagen könnt, was es kostet oder nicht. Der Preis ist ein Thema und der Preis ist interessant. Ich blende es jetzt einmal ein. Wir haben eine UVP von für das kleine Ding hier 37,99 Euro und Cent. Also auf den ersten Blick finde ich persönlich 38 Euro fühle ich hier nicht. Gibt mir das Set nicht wieder den Wert. Also das Gefühl kriege ich hier nicht. Ich habe drei geile Figuren, ja, okay. Ich habe eine coole Szene, die schick aussieht, aber ich fühle hier keine 38 Euro. Jetzt gucken wir uns mal den Teilepreis an. 347 Teile, sagte ich, damit sind wir bei 10,95 Cent. Das könnte ich ja sagen. Mensch, für Marvel Lizenz ist das gar nicht mal so teuer. Grundlegend ist alles über 10 einfach zu viel. Über 10 Cent ist immer zu viel. Aber 10,9 für eine Lizenz passt ja erstmal. Jetzt gucken wir uns mal das Gewicht an. Und das Gewicht. Der das ist ein Graus. Wir haben hier nur 226 Gramm. Damit sind wir bei 16,81 Euro pro 100 Gramm. Alles über 10 Euro ist bei Lego schon teuer und fast 17 Euro ist heftig. Also wirklich sehr, sehr viele kleine Teile. Das Set ist, was auch schon die Größe suggeriert für den Preis, leider wirklich viel zu teuer eingepreist. Darauf gibt es Rabatte, yo, so richtig ein Schnapp wird es nicht. Wer Marvel Fan ist, wird hier glaube ich nicht drum rumkommen, weil es eine coole Szene aus dem Film ist. Eine coole Endszene und weil super coole Figuren dabei sind. Wobei ich sagen muss eigentlich nur Lizard, weil Spidey und Elektro, die hatten was so oder so ähnlich auch schon mal gehabt. Es ist wirklich nur was für richtige Marvel-Fans, die diese Szene nachstellen möchten. Ich würde nicht empfehlen, dass sich das jemand äh, kauft, einfach so zum Spielen. Wirklich nicht. Würde ich keinem Kind zum Spielen kaufen. Das ist eher so ein Sammlerstück für den Preis. Und Sammlerstück ist dann so, wo jeder Erwachsene für sie sagen kann oder für sich entscheiden kann, das gebe ich aus, das kaufe ich mir dafür. Für ein Kind zum Spielen gibt es, glaube ich, coolere Sets und bessere Sets. Wenn aber ein Kind das unbedingt haben will, verstehe ich auch, dass man das kauft, aber der Gegenwert ist wirklich in meinen Augen hier nicht gegeben und zu wenig. Das ist nicht gut. Da muss ich schimpfen. Trotzdem hat mir der Bauspaß gemacht. Die Steinequalität war super gewesen. Das optische Endergebnis gefällt mir richtig gut. Mir gefallen drei Minifiguren richtig gut. Ist ein wirklich tolles Produkt, nur zu teuer. Damit habe ich es, glaube ich, ganz kurz und ganz gut zusammengefasst. Spannend wird es ja jetzt. Und vor allem noch so eine Sache: Wenn ich halt das hier habe, werde ich das da haben wollen. Naja, spannend wird es wirklich in der Kombination. Und wie gesagt, seid gespannt. Jetzt an dem Tag, an dem das Video hier online ging und geht, kommt am gleichen Tag auf dem Kanal von Lucky Bricks das andere Set und dann baue ich die auch dort einmal zusammen. Sollte gleich losgehen auf dem anderen Channel. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Video, zu diesem Set, zu der Kombinationsmöglichkeit von Lego unten drunter in die Kommentare. Dann diese Kombinationsmöglichkeit, die finde ich wiederum auch richtig, richtig cool. In der Space-Serie von City machen sie es ja auch sehr gut gerade und hier jetzt auch wieder. Das gefällt mir prinzipiell extrem gut. Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu auch hier unten rein. Und wir sehen uns dann bestimmt ganz bald in einem nächsten Video wieder. So hoffe ich sehr. Vielen Dank fürs immer wieder einschalten und bis dann sage ich wie immer alles Gute und Tschüss hier von eurer Steinküste.